bei mir und das ist der Jan. So, und Herr Jan, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben auf Instagram, kümmert sich ja so ein bisschen um Robinho und ist eben auch mein bester Freund. Und deswegen habe ich mir heute 10 Fragen für dich überlegt, um zu gucken, wie gut Robinho und mich überhaupt kennst. Bist du bereit? Ja. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. Das dachte ich mir doch. So, das ist jetzt keine Frage, aber es gibt bestimmt einige, die dich noch nicht so gut kennen. Mhm. Würdest du dich einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Jan, bin 26 Jahre alt, schon ein ziemlich alter Mann mittlerweile. Reite jetzt seit einigen Monaten Robinho, ich weiß gar nicht genau wie lange jetzt. Bin natürlich Anna dran gekommen und habe, da muss ich zugeben, einen Riesenspaß, was ich nicht erwartet hätte. Ja, gut. Wie lange kennst du mich jetzt schon? Ach so, gut, ein bisschen was über ein Jahr kennen wir uns schon. Ist eigentlich relativ kurz, ne? Eigentlich relativ kurz, aber wir kennen uns dafür eigentlich ziemlich gut. Das stimmt. Ja, deswegen habe ich jetzt hier diese 10 Fragen vorbereitet. Mhm. Wollen wir direkt mal anfangen. Es gibt 5 zu Robinho und 5 zu mir. Einverstanden. Ich versuche mein Bestes. So. Frage 1 hat schon in sich. Vielleicht wisst ihr das ja. Ihr könnt gerne mitraten. Schreibt aber unten in die Kommentare, was ihr so gedacht hättet. An welchen Beinen hat Robinho weiße Abzeichen? Oh. Vorne links und hinten rechts. Und? Mehr nicht? War falsch. Oh nein. Ich löse mal gerade auf. Ja, genau, es sind 3 weiße Beine. Und zwar, das muss ich selber überlegen. Auf jeden Fall beide vorne und hinten links. Das weiße Bein wurde nämlich auch operiert hinten. Dann ja. Lag ich ja komplett falsch. Nee, vorne links war richtig. Ja, immerhin ein Treffer dann. Noch. Es wird. Mal schauen, ob du Frage 2 vielleicht beantworten kannst. Weiter geht's. Wann habe ich angefangen zu reiten? Pferd und Reiter seit 2005. Nein. Schade, das war Robinho, richtig? Ja. Du hast angefangen vor über 10 Jahren, hattest du mir erzählt. Da warst du, ich würde sagen, 6 Jahre alt? Ja, fast. Fast. Eine Chance gebe ich ihm noch. Willst du einen Tipp? Ja, bitte. Jünger als 6. Jünger als 6. Oh, ich wäre jetzt sogar höher eingestiegen. Ja. Dann war das mit grob 4. Mehr als 4. Ja, dann kannst du ja nur 5 sein. Richtig. Ach, also bis jetzt haben wir 0 Punkte, aber 8 Fragen kommen noch. Auf welche Seite von Robinhos Hals fällt seine Mähne? Die fällt rechts herum. Woo! Ja, das war jetzt einfach. Ja. Stimmt eigentlich. Und die nächste Frage ist auch ziemlich einfach. Die könnt ihr bestimmt auch beantworten. Mhm. Was ist meine Lieblingsfarbe am Pferd? Na, pink. Ja. Ganz einfach. Ich dachte, ich brauche auch mal Glitzer natürlich. Pink und Glitzer. Oder pinkes Glitzer. Das kommt auch gut. Um Gottes Willen, das arme Tier tut mir manchmal schon leid. Nein. Mädels, was sagt ihr dazu? Pinke Glitzersporen, Riemen sind ja wohl cool. Also, die sind schwarz und haben dann so pinke Glitzersteinchen an der Seite. Ich finde die schön. welche Rasse ist Robinho? Er ist ein Westfale. Gut. Ja, danke. Ja, es ist die Farbe. Ja, aber, ne? Ja, eigentlich hätte ich nach der Farbe gefragt, hättest du es richtig gehabt. Habe ich aber nicht. Ich dachte, es gibt es einen Bonuspunkt. Nein, Bonuspunkte gibt es hier nicht. Auf jeden Fall ein Westfale, das habe ich mir auch gemerkt. Sehr schön. So, dann kommen wir mal zu einer mehr oder weniger Insider-Frage. Mhm. Obwohl, so Insider ist sie gar nicht. Hast du meine Videos geguckt? Ein paar. Ja, wollen wir noch mal gucken, welches Video er geguckt hat? Wie viele Schabracken habe ich? Oh, das sollte ich eigentlich auch so wissen. Du hast mir ausführlich gezeigt, das sind an die 40 Stück. Oh. Nein, ne? Schön wär's. Nicht so viele? Nein. Wie viele sind es dann? Ja, wisst ihr es? Weißt du es? Willst du noch mal versuchen? Du hast da so viele. Du hast im Stall noch ein paar. In deinem Zimmer hängen unendlich viele rum. Kleiner Tipp, mehr oder weniger als 40? Weniger. Weniger, dann waren es um die 30. Ja, es sind momentan 29. 29? Ja. Also eine fehlt noch, dann hätte ich 30. Mal schauen, ob die bald einzieht. Ne? Lange kann es nicht mehr dauern, ehrlich gesagt, ja, glaube ich. Okay, wenn du eben aufgepasst hast, hast du die jetzige Frage oder die jetzt kommende Frage eigentlich schon beantwortet. Wie lange ist Robinho schon bei mir? Seit 2005. Ja, richtig. Sehr gut. Eselsbrücke kennst du, ne? Eselsbrücke kenne ich mit dem Kennzeichen. Ja,
So, jetzt nochmal eine Frage zu mir, die ausnahmsweise nichts mit Reiten oder Pferden zu tun hat, die du aber, glaube ich, trotzdem beantworten kannst. Oha, wenn ich jetzt daneben liege, gibt's das wäre schon hart. Eigentlich. Okay. Ja. Also, eigentlich kannst du es gar nicht falsch beantworten. Was ist meine Lieblingsband? Against the Current. Richtig! Und wenn ihr Against the Current noch nicht gehört habt oder noch nicht kennt, verlinke ich euch einmal unten in der Infobox das letzte Video von den dreien. Das ist wirklich eine sehr gute Band, die macht so ein bisschen Popmusik, ein bisschen rockig. Auf jeden Fall macht es richtig Spaß, die Musik zu hören. Wir waren auch auf einem Konzert von denen. Und ja, vielleicht gefällt sie euch ja auch. So. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war richtig cool. Wir waren in Köln, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Weg. Kleine Powerfrau, ne? Ja, das ist eine Frau und zwei Jungs. Und die machen halt zu dritt immer richtig Party auf ihren Konzerten. Ja. Okay, nächste Frage. Genau, nächste Frage. Wir reden ja gar nicht über Musik, wir reden über Pferde. Genau, fast. Hey, wo wird Rovinio am liebsten gekrault? Am Kopf. Oder am Hintern. Ja. Am Hintern. Das ist immer sehr witzig, wenn man irgendwo in der Stallgasse steht und ihn kurzfristig mal nicht beachtet, weil man vielleicht mit irgendjemand anders redet oder so, schiebt sich irgendwann so ein kleiner schwarzer Popo auf einen zu, schubst einen an und möchte gekraut werden. Macht er leider auch bei Fremden und die finden das manchmal nicht ganz so witzig. Aber wenn man ihn kennt, weiß man, dass er nicht tritt, sondern nur gekraut werden möchte. Genau, am Anfang hat mir das schon ein bisschen Angst gemacht, aber mittlerweile weiß ich, er möchte nur ein bisschen gekrault werden. Ja, jeder hat so seine Macken, ne? Ja, es ist aber lustig. Ja, stimmt. So, das ist schon die letzte Frage, ist mir gerade aufgefallen. Wir sind schon bei der letzten Frage. Wow, das ging jetzt aber schnell. Ja, und ich glaube, jetzt verraten wir einen Fakt, den die Community so noch nicht weiß. Oha. Ja. Oha, und den ich auch noch nicht. Was für Geheimnisse werden gelüftet? Nein, den habe ich noch nicht verraten, weil ich irgendwie noch nicht dazu kam. Aber ich glaube, einige können sich dafür wirklich interessieren. Und zwar, was für ein Turnier habe ich dieses Jahr mit Rovinio genannt? Ihr müsst ja, oder ihr wisst ja bestimmt, dass Rovinio nicht mehr springen darf und dass ich mit ihm dressurmäßig nicht so oft auf Turnieren unterwegs war. Deswegen seid gespannt, was wir genannt haben. Ich glaube, ich erinnere mich daran, es war ein Trail. Ja, wir hatten ein Trail und zwar im Juli in Bielefeld. Einige kennen Bielefeld bestimmt und kommt vielleicht auch aus der Gegend von Bielefeld. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr gucken kommt. Jan ist auch dabei. Als Turniertrottel natürlich. Natürlich. Und das ist der erste Trail von Rovinio und mir und ich bin gespannt, ob wir das alles so meistern können. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, ich bin ja dabei. Ja, auf jeden Fall. Na, ich hoffe, ihr auch. Ja, wäre echt cool, ein paar von euch zu treffen. Jubelt ein bisschen, falls ihr da seid, bringt ein bisschen gute Stimmung mit. Aber erst, wenn wir wieder fertig sind. Natürlich, wir wollen den Pferd und Reiter nicht erschrecken. Richtig, richtig. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall hast du, ich glaube, über die Hälfte richtig beantwortet. Das Einzige, was so ein bisschen schwer war, war die weißen Beine und die Schabrackenfrage und wie lange ich reite. Also hast du 7 Fragen richtig beantwortet. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Schnitt. Besser, als ich gedacht hätte. Ja, doch. Die Fragen waren ja auch eigentlich relativ knifflig. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bedanken bei dir, dass du das mitgemacht hast. Gerne, wie jederzeit wieder. Sehr schön. In der Infobox verlinke ich auch mal den Instagram-Account von Jan. Der postet nämlich auch ganz viele Bilder vom Wortsalat. Habe ich manchmal, hat glaube ich jeder mal. Auf jeden Fall verlinke ich euch in der Infobox den Instagram-Account von Jan. Der postet auch öfter mal Bilder von Rovinio und von Cossini und generell vom Stall. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeigucken, der freut sich. Natürlich würde ich mich über jeden Besuch und jeden Like freuen. Natürlich, so ist er halt, der Jan. Ja, und das waren erstmal die Fragen, aber jetzt habe ich auch noch so ein paar Fragen an dich. Stell. Ne, wenn schon, dann sind wir beide dran. Und ich fange an damit, wie du dir überlegt hast oder warum du dir überlegt hast, dass du reiten lernen möchtest. Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe dich kennengelernt, damals über deinen damaligen Freund. Ja. Hab mir das mal angeschaut, weil ich generell Interesse hatte, mal so ein Pferd aus der Nähe zu sehen. Das habe ich sonst als Kind auf Jahrmärkten und sowas gehabt. Ne? Auf Jahrmärkten. Schreibt mir bitte mal eure Meinung zu Jahrmarktspony in die Kommentare. Genau, da hatten wir letztens noch eine sehr interessante Diskussion. Ja. Das würde aber eure Meinung interessieren. Ja. Thema Tierquälerei oder nicht. Aber das können wir dann mal beim nächsten Mal weiter besprechen. In einem gesonderten Video. Aber genau. Schreibt mal eure Meinung. Das wäre sehr, sehr interessant. Kommentare. Hab mir das dann halt näher angeschaut und hab gemerkt, dass ihr Pferd doch recht viel Persönlichkeit hat. Dass das Spaß macht, mit diesem Pferd zu arbeiten, vor allem, da das nicht allzu ein leichter Kandidat ist und er auch oft versucht, sich da durchzusetzen.
habe da einfach meinen Spaß dran entdeckt und habe gehofft, und es hat ja auch geklappt, dass ich dann das Pferd ein bisschen pflegen durfte, ein bisschen Paddock machen, ein bisschen streicheln, umsorgen. Dann ist ja leider ihre Reitbeteiligung abgesprungen und ich konnte den Platz dann Gott sei Dank einnehmen. Ja. Und muss sagen, ich bin jetzt mit Leidenschaft dabei, reiten zu lernen. Das ist sehr schön zu hören. Und du machst das auch sehr gut. Danke. Finde ich auf jeden Fall in der größten Zeit. Ich glaube, du machst das jetzt seit 2-3 Monaten. Ungefähr, ja. Hast du auf jeden Fall schon viel gelernt. Aber wo sind denn deine reiterlichen Ziele so? Mein großer Traum war, als Anna mal fragte, was ich erreichen möchte, durch Wald und Flur zu reiten mit Robinho. Einmal quer durch den Wald, im Galopp am besten. Ein hohes Ziel natürlich. Ich fange jetzt erstmal klein an, aber wenn ich das irgendwann schaffe in 1-2 Jahren... Leicht klappt schon. Dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Mal schauen, Anna wird das schon beurteilen können, wann und ob überhaupt das möglich ist. Aber ich werde mir Mühe geben und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf einem Video im Wald. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Und das ist bestimmt machbar. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe auch. Es klappt schon. Mhm. Ja, ansonsten, glaube ich, habe ich keine Fragen mehr an dich. Mhm. Du hast alle Fragen sehr gut beantwortet. Ach ja, ich habe noch ein Anliegen an euch. Heute habe ich viele Anliegen an euch. Aber ein Anliegen ist mir sehr wichtig. Und zwar machen Robinio und ich beim eHorses Traumpferd Contest mit. Ah. Und ich verlinke euch den Link zu meinem Video auch unten in die Infobox. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr für mich abstimmen. Oder für uns besser gesagt. Und ja, ich freue mich natürlich über jede Stimme. Ich würde natürlich gerne das neue Gesicht der Werbekampagne werden. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr könnt übrigens alle 24 Stunden erneut für uns abstimmen. Also macht euch einen Wecker. Stimmt alle 24 Stunden für uns ab. Ja, sollten wir wirklich in die nähere Auswahl für die Werbekampagne kommen, gibt's natürlich auch eine Aktion für euch, weil ihr mich da natürlich sehr gut unterstützt habt. Und das möchte ich euch natürlich dann auch zurückgeben. Und ich möchte mich schon mal bei euch bedanken für euren ständigen Support, nicht nur bei der eHorses Traumpferde-Aktion, sondern generell auf meinem Kanal. Und ich hoffe, wir bleiben so. Ich finde die Atmosphäre sehr angenehm. Es gibt wenig negative Kommentare, die wirklich aus der Reihe fallen. Und es macht immer wieder Spaß, die Videos hochzuladen und mit euch in Kontakt zu bleiben. Ja. Ja, das wäre es dann soweit. Genau, dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.